Everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I would shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal einen God-Mode-Glitch. Ich muss dazu sagen, solltet ihr gebannt werden oder ähnliches, weil bei sowas kann man auch Best-Spot-Punkte bekommen. Ich kenne mich damit schon ein bisschen aus. Dann übernehme ich keinerlei Verantwortung für sowas. Ihr macht das auf eigene Gefahr. Und ja, ihr braucht nicht viel. Ihr braucht nur die Arena. Ihr braucht die gar nicht kaufen, also die Arena Maze Bank von Arena War, ihr braucht die gar nicht kaufen so. Also die Werkstatt und alles drum und dran, braucht ihr nicht kaufen. Ihr braucht kein Geld, ich zeige euch das hier im Hintergrund. Der MX, der hat mir dabei geholfen. Grüße gehen raus an MX. Ja, er hat mir halt dabei geholfen und da würde ich mal sagen, gehen wir mal zu der Arena Maze Bank und dann zeige ich euch da die ganzen Einstellungen und so weiter und so fort. Bis gleich. Wenn ihr an der Arena angekommen seid, dann drückt ihr Option, Online, Options. Ihr macht diese Einstellungen, wie ich sie hier zeige, genau nach. Das kann man gut erkennen. Das funktioniert sonst nicht, wenn ihr andere Einstellungen habt. Das geht nur mit diesen Einstellungen. Ich habe das alle schon getestet. Und ja, würde ich mal sagen, machen wir mit diesen nächsten Einstellungen weiter. Hier, das seht ihr ja alles, ich zeige das nochmal. Habt ihr das Ganze auch jetzt schon gemacht, dann öffnet ihr nochmal das Interaktionsmenü, dann geht ihr auf die Markierungen ausblenden, dann auf Sonstiges und dann blendet ihr alles aus, was ich euch da zeige. Und dann machen wir auch gleich schon mit dem Glitch weiter. Ihr müsst dann auch noch euren Spawnpunkt auf letzter Ort machen und ihr müsst dann auch noch euren Catch lernen. Das macht ihr, indem ihr die PS-Taste drückt und GTA schließt. Und sobald ihr dann wieder GTA startet und diese Bikini-Frau kommt, einfach R1 gedrückt halten und das dann so lange drücken, bis die 5 Sterne kommen. Dann dürfte sich eigentlich eine Kalibrierungsmeldung kommen. Die dürfte dann da angezeigt werden bei euch und das macht ihr dann. Dann ist somit der Catch geleert in GTA. Und dann könnt ihr diesen Glitch ohne Probleme weitermachen. Ihr habt das Ganze gemacht, dann macht ihr noch auf dem Handy diese Jobliste leer und dann drückt ihr Option Online Jobs, Jobs spielen von Rockstar erstellt und dann startet ihr bei der Kategorie Missionen einen Job für einen Titan. Da geht ihr jetzt erstmal rein. Ihr seid im Job angekommen, dann drückt ihr gleich Kreis, damit diese Meldung kommt und dann spammt ihr X und die Pfeiltaste nach rechts die ganze Zeit über. Das machen wir jetzt hier, wir drücken jetzt hier X die ganze Zeit über und spammen dabei die Pfeiltaste nach rechts, genau jetzt, die ganze Zeit spammen, 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 spammen. Dann dürftet ihr diese Meldung bekommen, oben links könnt ihr es schon sehen, Zugang zur Zuschauerbühne derzeit nicht verfügbar. Und ja, dann dürftet ihr eigentlich im God-Mode sein und dann macht ihr erstmal, also versucht ihr erstmal Selbstmord zu machen. Und wenn das dann nicht funktioniert und ihr nicht sterben solltet, dann seid ihr im God-Mode. Ich habe das jetzt halt mit Lima gemacht, der hat mir sogar Orbis gedrückt, ich bin nicht gestorben. Und ja, benutzt den Glitch wie gesagt auf eigene Gefahr. In Missionen funktioniert das nicht, heißt wenn ihr zum Beispiel auch eine Lobby wechselt, dann ist der God-Mode nicht mehr da. Und in Jobs auch nicht. Das war's jetzt von mir. Lasst dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Teilt das Video jetzt noch mit euren Freunden. Das war's von mir. Wiederschauen und tschüss. Was